Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge True Farming. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine lieben Freunde. Wir, ja, auf dem Samstagabend starten rein. Morgen früh, 900. Folge. Au! 900. Folge, Baby, da geht's aber richtig rein, die Olga. So, was ich auf jeden Fall sagen wollte, viel Spaß dabei. Lasst das Däumchen da, schreibt einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Und ja, genießt das Wochenende. So, Fräuleins, da würde ich sagen... Ach, Harald, hey! Hey, Chef, hier sind die Brötchen. Ja, super, danke für die Scheißbrötchen. So. Harry. Mit dir nicht in Ordnung. Ja. Feld 55 und 67, könntest du da anziehen? Nee, ja, nee. Euch zwei lade ich jetzt erstmal schön zum Frühstück rein. Kommt. Nee, also ich muss noch runter auf die 67 zum Kalten. Nee, Jupp, du kannst ruhig mit reinkommen. Frühstück. 17.28 ist kein Frühstück mehr. Es ist vorgezogenes Abendbrot ist heute. Oh. Ja, ne, Louis, mal alle rein. Vorgezogenes Armbrot. So, immer schön rein in die Küche. Komm, Mädels, in die Küche. Den Lauf hier kennt ihr. Wir haben sogar noch Monopoly für nachher die Runde. So, ich weiß nicht, wo die Küche ist. Da ist die Küche. So. Okay. Wo bleibt er denn? Keine Ahnung. Ah, hier. So. Der kommt wieder als letztes rein. Das ist immer dasselbe. Warum gehst du da hin? Warum springst du? Machst du das zu Hause auch mit den Schuhen auf den Tisch? Ich bin wutgeladen. Oh. Ja, okay, Frau Eile kriegt das erst das Redekissen, die ist wutgeladen. Nein. Uiuiui. So, bitte, hier ist ihr Redekissen. Das Redekissen geht erst mal. War noch irgendwo ein bisschen Baldrian oder so? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So, Emily, du hast das Redekissen. Bitte. Jetzt hau mal mit der Faust auf den Tisch, verdammt. Was fällt dir eigentlich ein? Na! Was fällt dir ein? Hast du das Redekissen oder wir? Ich will nur unterstützend wirken. Miguel, nee. Miguel? Jetzt komm mal runter da von deinem hohen Ross erstmal. Das ist schon mal das Erste. Stell dich mal richtig. Stell dich mal nicht auf den Tisch. Ich sitze auf der Mikrowelle, lass mich in Ruhe. Runter von der Mitte, die ist neu. Runter. Die hab ich sauber gemacht. Und ich bezahle. Ganz ruhig da drüben. Weißt du? Du bist nicht oft am Hof, wirklich nicht oft. Genau. Bist du einmal im Hof. Einmal nur. Und was hast du gemacht? Nix. Nix. Scheiße. Wo ist das ganze Gras? Weggeraucht. Das Gras, das ist am Landhahn, das haben Jupp und ich hochgebracht. Ich hab dir eine Nachricht geschickt, dass das unten bleiben soll, weil wir das dem Fritzel versprochen haben. Ja, und mir hast du gesagt, dass bei uns im Silo ist, sollen wir da runter, soll hoch zum Landhahn, ich kann's verkaufen. Ich hab dich angeschrieben, hast du schon was gemacht? Du hast gesagt, nein. Dann hab ich gesagt, okay, dann lass das Gras unten. Was magst du, fährst das Gras hoch. Oh, ich muss jetzt Fritzel beruhigen, damit er weiß, dass das Gras jetzt erstmal nicht geliefert wird. Ist das hier schon verkauft oder was? Also das ist Gras. Ja! Ich hab noch nichts verkauft. Das wollte ich heute machen. Also jetzt gleich. Was machen wir jetzt? Jetzt ist es bei euch im Silo. Also die Anhänger und runterfahren am besten. Das Gras ist bei uns im Silo. Ja. 400.000 Liter. Ja, hat der Landhandel gekauft. Hast du nicht. Seit wann arbeitet überhaupt der... Jo, jetzt will ich erstmal noch was ganz anderes. Nee, mach die erstmal fertig. Ich habe noch ein paar, zwei, drei Punkte. Wow. Und keine Redekissen. Echt mal. Ja. Ja, ruhig. Psst. Ja, was ist jetzt? Ich weiß nicht, was hier noch ist. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich gebe das Redekissen erstmal weiter. Vielleicht will Miguel was sagen. Genau. Also, da muss ich erstmal ganz kurz was sagen an die Familie, ehrlich, ne? Ich bin enttäuscht und schockiert zu gleichermaßen, ja? Warum? Warum? Habt ihr die Zeitung gelesen, Harry und Jupp? Habt ihr die Zeitung gelesen? Nö. Tatsächlich noch nicht, bin ganz dabei. Mit dem Fritzelhof haben sie jetzt eine Partnerschaft. Was? Bitte? Du, Bella! Eine Partnerschaft! Ich weiß von nix. Ach so? Du kannst ja auch nicht lassen, weil du nicht da bist. Ne? Herr Manus. Also die Bella arbeitet jetzt mit dem Fritzelhof zusammen. Hallo. Kommen Sie mal wieder da vor. Erstmal. Mich machen verrückt, wenn Sie da auf dem Schub stehen. Ach, das doch, ist deine Mikrowelle. Auf dem was? Schub. Oh, ich lese es lieber mit dem Dialekt. Jupp, Jupp. Ehrlich mal. Nicht Jupp, Schub. Ach so, ich dachte schon. So, jetzt kommt hier noch was, oder? Erstens, wir haben Bella vom Hof hier oben sogar bei ich bin so gut geladen gerade. Ich habe Bella hier, wie ich damals da war, habe ich mit ihr gestritten und habe sie ja vom Hof geschmissen. Wir haben ihr eine Chance gegeben, dass sie jetzt da die drei Tage, wo wir weg waren, wieder bei uns was arbeiten kann. Diese Zusammenarbeit existiert nur zwischen Emily und mir und dem Fritzelhof, nicht zwischen Bella und dem Fritzelhof. Will ich hiermit klarstellen. Siehst du.
Also mopper mich nicht an. Trotzdem ist deine also Verbindung. Persönlich muss, ich persönlich muss für mich sagen, dass das trotzdem schade ist eigentlich. Ja, da kann ich den Jupp nur beifischen. Mit euch wollten wir ja auch noch was machen, aber... Ja, das hat sich vielleicht jetzt auch erledigt, keine Ahnung. Wahrscheinlich, was hat sich erledigt, Emily? Ja, mit euch. Beziehungsweise mit dir. Warum? Ja, ich weiß ja nicht, mit wem du dich die ganze Zeit triffst. Harry? Zeitung gelesen, Harry. Nee, wann denn? Kann mir mal einer erklären, was in dieser komischen Zeitung drin ist? Da wüsste ich vielleicht, um was Bella. Es geht. Was Harry. Denn? Ich hab's noch nicht gelesen. Bella, Harry. Was? Bella, Harry? Bella, Harry. Bella, Harry. Braucht nicht so unschuldig tun. Ach, naja, also, immer in die goldene Mitte, ne? Dev. Jetzt kommt's raus. Also, Jupp, halt mich fest. Halt mich fest, Jupp. Es ist richtig fest, ich bin Tier. Ja, ich hab dich am Arm jetzt hier. Ich bin ein Tier, am Arm reißt nicht. Du musst deine Arme komplett um mich rumlegen. Also pass auf, komplett um mich rum. Halt mich fest, ich war Fleischstellen in der Luft. Jetzt bleib ruhig, hör dir das doch jetzt mal an. Hör dir das doch jetzt erstmal an, verdammt. Also, Miguel, es ist ja nur, pass auf, na? Wir sind ja nur schon echt jahrelang Freunde. Ah, und die Partnerschaft hier mit ihr und alles wird normal. Taschenlampe aus. Es ist ja nun auch so, manchmal ist man sich ja anfangs absolut nicht grün, ne? Und da giftet man sich halt dann auch an, ne? Aber irgendwann kommt dann halt auch der Punkt, wo man mal realistisch denken muss, was sich da so entwickelt hat, ne? Und da gehören dann halt auch Gespräche dazu, Chef, und deswegen, ja, Bella, wisst ihr, ich hau es jetzt einfach raus. Raus. Bella, du da halt! Miguel. Das hätte ich dir gedacht. Pass auf, Chef. Emily! Sitz! Ich habe mich nicht verliebt. Du dumme Sau, hör doch einfach mal zu. Oh Gott. Hör mir doch einfach mal zu, bevor du irgendwas zusammenspinnst. Ja, halt. Bella und ich, wir haben uns einfach ausgesprochen. Wir haben unser Kriegsbeil begraben und ich habe zu Bella gesagt, als Überraschung für euch beide, will ich euch, auch weil ich vorher echt ein bisschen am Sender gedreht habe, was das neue Haus angeht, ich würde gerne versuchen, euch da finanziell zu unterstützen und euch, wenn ich es irgendwie hinkriege, die Hälfte vom Preis irgendwie mit zu erwirtschaften. Und das war's, oder? Deswegen, jetzt zufrieden, Miguel. Deswegen darf ich dich jetzt loslassen? Oben getroffen. Nee, noch nicht. Oh, oh. Also hier ist nicht irgendwo irgendwas zwischen uns, wie du dir das vielleicht gedacht hast. Wir sind einfach ganz platonisch miteinander befreundet. Mehr ist da nicht. Das ist deine Frau. Hast du ernsthaft gedacht, ich bagger deine Frau an oder was? Ja, du triffst dich heimlich mit der! Miguel, das ist das Letzte, was ein bester Freund macht. Echt mal. Und Harry ist in Emily verliebt und nicht er in mich. Also. Ja. Ich wollte so einfach oft, wie der von der Emily spricht. Es sollte einfach nur ein Geschenk für euch beide sein, weil es sowieso Emily, nie irgendwo einfach war. Bin ich in dich verliebt? Ey, du bist manchmal echt ein Rindvieh, ne? Wow. Ja, was denn? Weißt du, was das war? Da war der Bumper wieder schneller als der Kopf. Ja, wie immer. Und Emily, also wirklich, ohne Flachs und Dusel, ne? Alter, reiß dich zusammen jetzt! Harry, sag es mir jetzt! Hab sonst was gedacht. Ja, brauchst du aber nicht denken, Mensch, Emily ist... Jetzt sag's! Mann, das macht sich einfach! Naja, ist ja in Ordnung. Kann sowas nicht so immer gleich. Moment mal ganz kurz, ich mach mal kurz einen Schubs. Wupp! Lila, die ist hier aber da gekommen, du. Gib das halt. Was? Gib das. Harry! Das alte Liede. Och, okay, Alter, muss ich jetzt schon wieder hier irgendwie. Ey, Jupp, bitte, okay, mach das jetzt. So. So. Ja, geh da ran, bitte. Was denn hin? Hä? Oh, wow! Wow! Ich wusste nicht. Wow, was für ein Zaubertrick! Jupp, was soll denn das? Der war krass! Ey, Moment, schieb den Schrank weg, da ist ein Loch. Wie hat der das gemacht? Hä? Mensch, kannst du das immer machen? Wie hat der das? Hä, wie geht das denn? Moment. Ich hab zu stark an den Abgasen. Hä? Bella, hast du einen Kopf? Ich glaube, ich brauche was zur Beruhigung. Herr Bayer, wir brauchen Sauerstoff. Moment, schieb mir einer den Werkzeugwagen hier weg, bitte. Der muss ja irgendwo noch sein. Also, hä?
Na gut, okay. So, weiter. So, jetzt ziehen wir dich ein bisschen ran. So, jetzt sagst du ihr mal ganz klar und deutlich, was du ihr sagen willst. Klar und deutlich. Nicht nuscheln, ja? Sag, sie hat einen schönen Pferdeschwanz. Vielleicht sowas vielleicht nicht. Miguel! Ja, was denn? Deine Gott, Tipps haben mir schon super geholfen. Frauen mögen es, wenn man ihre Haare... Also gut, heißt das doch... Kommt später erst, Miguel. Gut. Also Emily, pass auf. Es ist ja nur, wir hatten ja nur auch nicht immer eine gute Zeit, so, vielleicht auch so vom Verständnis her und allem drum und dran. Aber ich habe halt für mich auch irgendwo festgestellt, ja, ich freue mich halt immer, wenn du da bist. Du hast da so dann die Zeit auch, wenn wir miteinander haben und allem drum und dran. Das geht schwafel. Und ich habe mich halt in dich verliebt. Ja. Ich hab's! Die Antworten kriegt man immer von Frauen. Ich hab's! Ja. Mein Gott, könnt ihr nicht mehr Kaffee trinken oder sonst wohin gehen? Ja, gut. Okay. Ja, pass auf, wir gehen jetzt raus, ihr klärt das unter euch, alles klar, kein Problem, wir gehen raus. Kommt raus, alle raus, alle raus, 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 raus. So. Hier zu. Ey, Bella. Bella. Bist du jetzt zufrieden, Miguel? Miguel. Man sieht dich. Oh, hallo. Und daraus ist kein Loch in der Wand, jetzt geh weg da. Außer das Fenster ist da nix, komm. Miguel? Geh. Miguel? Weg da! Ja? Geh! Ihr könnt's auch nicht lassen, wa? Unmöglich. Halt die Klappe! Tut mir auch leid, wenn du da irgendwie falsch gedacht hast, wegen mir und Bella. Boah, das gefällt mir. Ich keine Ahnung. Ich kam schon komisch rüber. Ich war kurz davor, dass ich meine Schwester umbringe. Nee, um Gottes Willen. Guck mal, wir sind jetzt ja so schon. Guck mal. Wir sind wie Hund und Katze. Und außerdem ist die Frau von Miguel. Also es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Und ganz ehrlich, guck mal, ich bin jetzt zwar auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, ne? Gebe ich offen zu, aber ja, vielleicht können wir uns ja noch ein bisschen näher kennenlernen und ja, vielleicht sind die Liebe nicht ganz nur auf ihrer Seite. Wir gehen es jetzt einfach mal ganz sachte an. Und du hörst bitte nicht mehr auf Miguels Tipps, weil das hat bis jetzt irgendwie genau in die gegenteilige Richtung. Ich glaube, das mit dem Bademeister war auch nicht so gut, ne? Das war nicht so das Gelbe vom Ei. Das war super. Ach, der kann's. Guck ihn dir an. Sag mal. Sag mal, kannst du weiter weg? Ey, Abmarsch. Mann, ey, ganz ehrlich jetzt. Kann doch nicht wahr sein, mein Gott nochmal. Ja, ist ja in Ordnung. Kind oder was? Mann, nee. Entschuldigen Sie nur. Kommst du so. Mal später auf den Kaffee runter, aber Christel und ich müssen jetzt das ganze Gras noch überschaffen. Ja, ne, pass auf, wir helfen euch dabei und ich rede mit Miguel, dass wir vielleicht gleich mal eine große Aktion machen und dann passt das schon. Okay. Ich jetzt nicht alleine machen, okay? Hört sich super an. Das siehst du. Danke schon. Ja, ich danke dir. Lass rausgehen und ja, ganz in Ruhe. Wow. Oh, hey! Huh. Junge, es war aber ein wilder Kuss, Bella. Du Lecko. Ja, ey. Ja, du kannst froh sein, ey. Ich hätte deinen Lörres abgeschnitten, das sag ich dir. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich sag ja nur, wenn du hier die falschen Semmeln holen gehst. Jetzt mal ohne Flachs, ne? Mhm. Es ist deine Semmel, die Semmel geht mich nicht an. Ich wollte euch einfach mal überraschen, weil... Mein Würstchen ja nur in meine Semmel. Dein Würstchen nur in deine Semmel. Ich will gleich Klartext reden hier. Ja, das weiß ich. Ja. Wollte ich einfach nur überraschen. Dieses Gespräch möchte ich euch bitte empfehlen, während die Frauen nicht dabei sind, ja? Meine Semmel bleibt bei meiner Semmel. Was? Ist? Wow. Aber, Chef, hörst mal. Ja. Können wir vielleicht die Mädels gleich mal unterstützen mit dem Gras nach unten vorne zum Fritze? Ja, wenn wir... Jetzt mal zu uns ins Silo, weil der Fritze hat aktuell keinen Platz. Gott, ist das blöd. Der hat keinen Platz und beschwert sich, dass wir jetzt das Gras haben. Ernsthaft. Ja. Nee, ich beschwere mich, weil ich das einen Fritzel versprochen habe. Ja, dann können wir es ja jetzt nehmen, wenn der eh keinen Platz hat. Miguel, ja, deswegen, ich habe Fehler gemacht. Aber auch könnten wir das bitte einfach regeln? Nur in unser Hofsilo bitte wieder rein. Ja, das können wir ja Komm, machen. Komm, dann machen wir was als Familie alle zusammen. Ne? Oh, ganz toll. Gehören ja prinzipiell schon fast alle zusammen. Ja, na los, dann auf geht's. Ich bin voll der Außenseiter. Nee, ich bin mit dir. Du bist ja in der Familienversicherung. Ja, wow. Ich mehr bin ja älter geworden. Ach so, scheiße. Miguel, warte. Haben die auch wieder erhöht zum Kotzen. Wo ist denn das Gras drin? Im Silo.
diese, deswegen, du musst dir doch keine Sorgen machen, Miguel. Ja, mein Gott, ey, du triffst dich da heimlich mit dem und alles und ihr habt da auch noch so getan und alles und was soll ich denn da, was soll ich? Darf ich mal fragen, du hast uns belauscht? Nee, nur verfolgt. Du hast uns verfolgt? Nee, nur belauscht. Sag mal, hast du sie noch alle? Ich hab euch, das war ein dummer Zufall, ich war am selben Ort. Ah, ja, ja. Ich war zufällig am selben Ort, da kam die um die Ecke und dann zack, bumm, habe ich auf einmal mitgehört. Naja, da war es so spannend. Ach. Ja, was soll ich machen? Miguel, du bist mir ein Kerl. Ach, Mann, ein süßer Kerl, also. Ich, ja. Ja. Ich freue mich schon echt auf das Haus, ne? Aber so, soll ich dir was sagen? Ja, wir holen uns noch zwei Pferde und einen Hund. Oh. Genau das wollte ich auch. Aber boah, ich, ey, ganz ehrlich, du verdrehst voll die Augen, lass das. Aber wie wäre es denn, wenn wir uns erstmal das Haus bauen? Ey, weißt du, dass das echt eine richtig teure Nummer wird? Ja, und ein Pferd kostet doch nichts. Das Haus! Das Haus, ach so, das Haus, ja. Allein das Grundstück, also allein die Erschließung soll über 450.000 kosten. Ja, wieso? Hast du doch. Ulten. Und übrigens, Harry wollte doch auch noch was dazu geben. Ja, jetzt die Hälfte. Der, weißt du, was der macht, wenn der die Rechnung sieht? Der ja, gibt, und? Ja. Das ist aber nicht schlimm. Ja, naja. Wir werden sehen. So. Ich hoffe, der Stecher ist dann irgendwann mal fertig hier mit den Produktionen reinigen, ey. Ohne Witz. Ja, wir müssen mal langsam mal was anfangen. Ach, scheiße, warte mal. Da fällt mir gerade ein. Was denn? Ich müsste mal den Dings. Ach nee, scheiße, wir fahren falsch, oder? Nein, ja, wir fahren jetzt einmal komplett um Schwatzingen rum. Außer wir fahren. Nee, wir fahren ein bisschen anders. Ja, das ist. Ich würde einmal rumfahren, wenn dann. Nee, ich fahre hier links. Also vorne. Aber das ist voll der Umweg. Echt? Ja, fahr unten rum. Also geradeaus durch, oder was? Vorbei. Ja, fahr beim Schlag rum, das ist schneller. Als ja. Wenn du jetzt erst beim Adler vorbeifährst, das ist viel zu lang. Das ist ja, nee. Nee, stimmt. Warum? Ja. Aber ich muss mal schnell noch, ich brauche noch was von Jupp. Okay. Jupp? Ja? Sag mal, kannst du mal ins Dings gehen, in den Katalog gehen und kannst mal für den Fritzelhof den Dolly bestellen? Ja, kann ich machen. Weißt du, ob der Schlag da ist? Ja, er ist da. Der ist da, dass er den, vielleicht den Dolly mal zum Fritzelhof dann liefert. Ja, ich ruf den dann an. Schlag rufe ich an, nur bestellen, wenn es geht. Okay. Alles klar, danke dir vielmals. Ja, kein Thema. Jo. So, ich rufe schnell den Schlag an. Oh, mal den Karl hier fix Bescheid sagen und dann sollte das in Gang gehen. Schlag. Servus, Karl. Sag mal, es müsste gleich ein Dolly zu dir geliefert werden. Das könnte passieren, ja. Genau. Kannst du den ausliefern? Da musst du zum Fritzelhof. Ja, okay. Ja. Kannst ja mal gucken, einmal zum Fritzelhof und lässt dir gleich die Kohle halt, also die Rechnung geht direkt am Fritzelhof. Ja, ich schicke meinen Mitarbeiter gleich hoch. Super, danke dir vielmals. Jo, mit deine. Ciao. Tschüss. Okay. So, Bella, hab angerufen. Übrigens, hier steht noch der Peter. Warte, der immer noch, aber die haben den aufgetankt, ne? Der weiß es vielleicht nur noch nicht. Der ist vielleicht nur ein Bierchen trinken gegangen. Wahrscheinlich. Man weiß es nicht. So, 400.000 Liter hast du echt hier hochgekarrt zu uns? Ja. Gott. Aber wenn der Fritze, weißt du, wie die Lager voll hat, naja, komm, ey, das ist ein Geier, der einen Hals sowieso nicht voll kriegt. Von daher, scheiß drauf. Dann fahren wir das halt wieder runter. Wir hätten das Gras echt genommen, ey. Aber der macht da wieder, fängt er wieder an rum zu stressen. Dann stresst er vielleicht mit deinen Schwestern rum und das will ich auch nicht. Ja, weil die haben, glaube ich, da irgendeinen Vertrag mit denen. Ja, ich weiß. Naja, ich habe selbst in der Zeitung gelesen. Was genau, weiß ich nicht. Ich habe auch gelesen, es sollen
irgendwie umgebaut werden an der BGA und überall und so und keine Ahnung halt. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Dave? Hm? Sari, wie viele Liter habt ihr geladen? 56.000. Ja, okay, ich habe jetzt 52.000. Sind wir bei 108? 108, Himmel, Herrgott, noch eins. Ja, und die Ehrlich-Schwestern? Fahren auch noch mit Zweien, oder? Sind die mit dem Funk? Mal durchfunken. Wir haben mit dem Funk, wir haben 2x53.000. Sind 106 und 108 sind 214. Das ist die Hälfte fast. Was haltet denn ihr davon, wenn ihr jetzt runterfahren, ihr behaltet die andere Hälfte oben, bezahlt uns die und einen Fritz erkläre ich das schon irgendwie. Oh, das können wir machen, das wäre ja brüderlich geteilt. Ja. Wortwitz. Witze machen warst du noch nie gut. Boah, was? Ich bin ja wohl ein Top-Witzemacher, ey. Achso. Ich hab doch gar keinen Witz gemacht. Aha. Oh, Miguel. Na gut, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, hat sich ja alles noch aufgeklärt. Wir sehen uns morgen früh um 10 zum Sonntag wieder. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend für die Leute, die es am Samstag sehen oder ein schönes Wochenende, beziehungsweise noch. Lasst das Däumchen da, wir sind erstmal raus. Bis dahin, tschüss und ciao.